Ja, dann einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, wie auch immer ihr es nennen wollt, zu einem kleinen Philosophie am Freitag, heute hier an diesem wunderschönen Freitag. Und warte mal, das machen wir anders. Ich würde sagen, so zum Beispiel, mein Name ist immer noch Kolja Barkon übrigens. Und ja, where attention goes, Energy Flows ist das heutige Philosophie-Thema für den Philosophie am Freitag. Und das geht so ein bisschen in die Richtung einer Frage, die mir jemand gestellt hat auf Instagram. Und zwar, glaube ich eigentlich an The Secret? Und als kleine Geschichte vorab, The Secret, das ist so ein Film aus Amerika. Und dieser Film sagt im Endeffekt aus, dass man alles, was man auf irgendeine Art und Weise aussendet in die Welt oder ins Universum, wieder zurückerhält. Also where attention goes, energy flows. Da, worauf ich mich konzentriere, das kommt halt eben in mein Leben zurück. Und was meine Meinung zu diesem Film ist. Und da dachte ich mir, ist eigentlich in Philosophie am Freitag ein super Video dafür. Grundsätzlich kann ich nur sagen, aus meiner Erfahrung, so das, was ich bisher jetzt so in meinen 34 Jahren an Sachen mitgemacht habe und so erfahren habe, kann ich diese Message dieses Filmes definitiv unterstreichen. Also wenn ich überlege, immer wenn ich mich auf gewisse Dinge konzentriert habe, habe ich diese Dinge auch wieder, ob kurzfristig, mittelfristig oder langfristig zurückbekommen. Und das funktioniert sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, damit das Ganze im Kontext besser vielleicht rüberkommt. Nehmen wir mal an, du hast auf deiner Arbeit jemanden, der dich ständig nervt, weil er eine spezifische Eigenschaft hat, die dich irgendwie total stresst. Also nehmen wir mal an, er schmatzt zum Beispiel immer richtig laut beim Essen. Oder er lässt dich irgendwie nicht ausreden, wenn du mal was sagst. Es kann irgendeine Eigenschaft sein, die dir total abgeht. Und du konzentrierst dich jetzt die ganze Zeit bei dieser Person darauf, was dich stresst und was dich nervt an dieser Person. Kann man natürlich auch weg von der Arbeit in die Partnerschaft oder irgendwo anders hin übertragen. Und dann führt das eben häufig dazu, dass immer wenn diese Person genau diese negative Eigenschaft wieder halt zutage bringt und dich nervt, weil er schmatzt, du halt innerlich so richtig sauer wirst und je mehr Fokus und Aufmerksamkeit du darauf bringst, desto mehr davon bekommst du wieder zurück. Was will ich damit sagen? Diese Person wird nicht mehr und mehr schmatzen, aber jedes weitere Schmatzen wird dich immer mehr stressen und mehr nerven und vor allem wirst du, das ist auch das, worüber dann Charlie Munger in seinem Buch schreibt, Liking und Disliking Tendency. Wenn du eine Person aufgrund dieser Eigenschaft dann nicht mehr magst, dann wirst du automatisch unterbewusst noch mehr Eigenschaften und noch mehr Dinge an dieser Person auf einmal finden, die dich auch immer mehr stressen. Das ist dann wie so ein Strudel, der dazu führt, dass du irgendwann diese Person sogar richtig hassen kannst. Und dieser Hass wird dann natürlich auch von der anderen Person wahrgenommen und dann wahrscheinlich wieder auf dich zurückgeworfen. Und ja, die simple Lösung dafür, simpel, ist, dass man halt eben sich möglichst nicht auf die Dinge konzentriert, die einen stören, sondern halt eben auf ganz andere Dinge, die man gut findet, weil man dann eben mehr von diesem Fokus auf gute Dinge richtet und somit auch dann von anderen Dingen und von anderen Menschen wieder mehr Gutes zurückbekommt. Und ich muss sagen, genau diesen Gedanken vertrete ich eigentlich zu 100.000 Milliarden Prozent. Natürlich, wenn man jetzt diesen Film und für die Leute, die den Film kennen, es ist halt auch ein amerikanischer Film und es geht auch so sehr stark in diese verschwörisch-esoterische Richtung. Also wenn die dann anfangen, so über Quantenphysik zu sprechen, dann ja, muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und sie übertreiben natürlich auch, also nur weil ich mir jetzt zu Hause irgendwie vorstelle, dass ich direkt vor der Arbeit eine Parklücke finde und das intensiv visualisiere, ja, dann hat das nichts damit zu tun, dass genau deswegen ich irgendwelche Frequenzen ins Universum schicke und dann auf magische Art und Weise mein Parkplatz steht. Also das denke ich definitiv nicht. Aber was ich halt davor gesagt habe, da stehe ich auf jeden Fall zu. Und jetzt kommen wir mal zurück zum Kontext.
Aktien, Börse und Geld. Wir Menschen, wir sind ja grundsätzlich schon uns eigentlich immer selbst im Weg, kann man sagen. Also ich bin auch der Überzeugung, dass die meisten Probleme, die wir in unserem Leben haben, eigentlich selbst verursachte Probleme sind. Auch an der Börse, das habe ich jetzt gerade in dem Udemy-Kurs nochmal gehabt. Ich erstelle gerade einen Udemy-Kurs, meinen ersten. Und da ging es auch nochmal um Risiken am Aktienmarkt. Und am Ende habe ich halt wieder so festgestellt, eigentlich ist das größte Risiko kein Währungsrisiko, kein politisches Risiko, kein Kursschwankungsrisiko, kein Totalverlustrisiko. Das größte Risiko sind eigentlich immer wir selbst, weil wir uns ständig im Weg stehen. Und was hat das jetzt mit diesem Thema zu tun? Nun ja, ich bekomme sehr viele Nachrichten von Leuten, die irgendwie angefangen haben mit dem Investieren und irgendwie vorher, was jetzt die Finanzen angeht, vieles falsch gemacht haben. Also zum Beispiel immer mehr ausgegeben haben, als sie halt eingenommen haben, das auf Dauer natürlich nie gut endet. Und dann anfangen zu sagen, nein, stopp, bis hierhin, alles was in meinem Leben bis hierhin passiert ist, ist jetzt vorbei und jetzt gehe ich in eine positive andere Richtung, lege den Fokus auch anders. Und dann fängt man zum Beispiel an, die Sparquote zu verbessern, sich mehr um die Finanzen zu kümmern und so weiter. Aber, und jetzt kommt das Thema, warum ich auch gesagt habe, dass der Mensch sich immer selber im Weg steht, kann es eben auch passieren, dass ich das wieder in die andere Richtung übertreibe. Also uns Menschen fällt es immer so schwer, einen Ausgleich zu finden irgendwie. So wie zum Beispiel hier haben wir neulich wegen so einer kleinen Bürofeier solche Drinks gekauft. Das ist jetzt hier keine Werbung oder so, aber das ist so Bisecco, Bihugo und so, das sind richtig coole Partydrinks. Und dann habe ich gedacht, ey, so eine Drinks kann man eigentlich, die haben jetzt hier 10% Alkohol, kann man eigentlich auch perfekt mitnehmen zum Gassi. Ne? Und das Problem ist, man gewöhnt sich so schnell daran, dass man sagt, okay, ich habe jetzt das beim Gassi so voll, so ein bisschen drieselig beim Laufen in der Sonne, voll angenehm, kann ich es ja eigentlich morgen wieder machen. Okay? Und dann habe ich sofort gesagt, nein, ja, oder mal wieder Shisha rauchen gewesen, am nächsten Tag nicht wieder Shisha rauchen, sondern eben die Disziplin zu haben, den Ausgleich zu finden. Und jetzt wieder zurück zum Thema Sparquote und Finanzen. Sorry, dass ich so ein bisschen umherspringe heute. Es teilweise dann schwierig wird, je mehr Fokus ich auf diese Sparquoten und auf das Geld sparen und so weiter lege, nicht geizig zu werden und irgendwann als jemand zu enden, der im Endeffekt nur noch auf die Finanzen guckt. Und das ist eben das Problem von uns Menschen. Wir haben einfach die Schwierigkeit, eine Balance in der Mitte zu haben und wollen immer von einem Extrem ins nächste. Ist genauso wie beim Ernähren und so. Und warum ich das jetzt überhaupt sage, ist, weil ich glaube, dass wenn man sich zu viel mit Finanzen beschäftigt, das ist vielleicht lustig, dass gerade ich das jetzt sage, dass der Fokus eigentlich weg von dem geht, was tatsächlich für die Finanzen gut ist. Also klar, ich muss meine Sparquote erhöhen und verbessern. Klar, ich muss anfangen, mehr Geld zu verdienen, als ich ausgebe. Aber irgendwo, wenn ich mich zu viel damit beschäftige, dann vergesse ich eigentlich, was mich wirklich langfristig reich macht. Nämlich nicht die Optimierung meiner eigenen Finanzen, sondern die Erschaffung von Mehrwert und von Wachstum für meine Finanzen und für andere. Das heißt, was sind meine Kompetenzen, was kann ich richtig gut, wo kann ich anderen Leuten helfen und so weiter. Und nicht, wo kann ich mehr und mehr Geld verdienen. Und ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einem Menschen, den ich neulich erst kennengelernt habe, über Skype. Schöne Grüße, Horst, an dieser Stelle, falls du zuguckst. Und da haben wir auch über solche Themen geredet. Und das Spannende war, wo wir so über YouTube gesprochen haben und welche neuen Ideen man eigentlich bei YouTube umsetzen könnte, ich so alles habe Revue passieren lassen und immer wieder feststelle, dass wenn man einen YouTube-Kanal startet mit dem ganz klaren Ziel, ich will hier Geld verdienen, ich will irgendwie Affiliate-Marketing machen, ich will das und das und das und das und ich will jetzt, mach mir irgendwie so eine Roadmap mit dem Ziel und das, dann ist der Fokus zwar da drauf und man hat auch vielleicht mehr Fokus dann im Gesamtkontext, was Finanzen betrifft, aber das sind meistens nie die Kanäle, die wirklich erfolgreich werden, sondern tatsächlich, wenn ich irgendwas mit einer Leidenschaft anfange und sage, ich habe hier richtig Spaß, anderen Leuten was beizubringen, dann entstehen daraus irgendwelche Dinge, die man am Anfang vielleicht noch gar nicht wusste, überhaupt möglich sind. Also deswegen will ich nur sagen, es gibt halt eben vielleicht auch gewisse Einschränkungen bei diesem
bei diesem The Secret, dass halt eben es nicht so ist wie im Film, dass ich mir die 10-Dollar- oder 100-Dollar-Note an die Decke klebe und dann immer dran denke, wenn ich aufwache und dann mehr von diesen 100-Dollar-Noten kriege. Das denke ich eben so in diesem Fall nicht und man muss sehr genau prüfen, auf was man sich eben fokussieren will. Und das gleiche Problem haben halt alle Leute, meiner Meinung nach, die eben immer von der Wirtschaft als Nullsummenspiel ausgehen. Also sagen, ich kann nur dann erfolgreich sein, wenn ich andere Leute weniger erfolgreich mache. Ich kann nur reich werden, indem ich andere Menschen arm mache. Dieses Mindset überträgt sich auf ihr Handeln und dann haben sie nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden reich, indem sie andere ausnehmen und indem sie genau das bestätigen, also das zurückbekommen, was sie aussenden vom Kopf her. Oder aber sie werden nicht reich, weil sie moralisch dieses Problem haben, dass sie andere Menschen nicht ausnehmen. Aber was ein viel besseres Mindset ist, meiner Meinung nach, ist eben das Mindset, was voll auf Wachstum ausgerichtet ist. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur Wirtschaftswachstum oder Wachstum des eigenen Profites, sondern Wachstum im Sinne von, wenn jetzt zwei Menschen hier zusammen sind, dann schaffen sie gemeinsam viel mehr, also einen größeren Kuchen zu bauen, sodass beide auch mehr von diesem Kuchen abhaben, als wenn beide versuchen, den Kuchen, den es schon gibt, irgendwie untereinander durch die Gewinnung von neuen Marktanteilen und so weiter und durch Ellbogen-Style für sich zu ergattern. Und sie werden dadurch, wenn sie aber zusammenarbeiten und den Kuchen vergrößern, nicht nur produktiver werden, sich vor allem auch wahrscheinlich einen größeren Anteil vom Kuchen am Ende des Tages bekommen, sondern sie werden auch ein viel glücklicherer und zufriedener Mensch werden und auch von anderen Leuten mehr und mehr zurückbekommen. Und deswegen, ich bin ganz ehrlich, wenn ich so neue Ideen und neue Sachen diskutiere oder so überlege, was ich tun will, dann fokussiere ich mich am Anfang jetzt überhaupt gar nicht immer auf Geld. Ja, es ist genauso wie der Podcast von Aktien mit Kopf, den habe ich 3,5 Jahre lang oder so einfach nur überlegt, neue geile Leute, neue Interviewpartner, guten Content irgendwie machen. Und dann irgendwann nach 3,5 Jahren habe ich angefangen zu sagen, jetzt ist auch mal die Zeit, um ein bisschen Geld damit zu verdienen mit diesem Podcast. Und dann habe ich auch mit dem Horst gestern noch über so verschiedene YouTube-Ideen gesprochen, die man so machen könnte und haben halt überlegt, ob wir vielleicht zusammen ein oder zwei Kanäle starten. Und dann ging es natürlich auch so um dieses Thema, ja Kolja, wie ist denn das mit deinen Beteiligungen? Wo bist du bei wem irgendwie beteiligt? Also bei allen Kanälen, die irgendwie mit Kopf zu tun haben. Außer es gibt jetzt so ein paar neue, habe ich gesehen, bei Instagram, so Sportwetten mit Kopf und all sowas. Das hat natürlich nichts mit mir zu tun, ja. Aber sonst bin ich halt immer bei den Leuten beteiligt, mit denen ich zusammenarbeite. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, wenn die jetzt irgendwelche anderen Projekte noch machen, die auch natürlich von dem profitieren, dass wir zusammenarbeiten, dann finde ich das total nervig, wenn man da irgendwie sagt, so, ich will jetzt bei dem noch 5% und von dem noch 10% und so und so. Und dann fokussiert man sich meiner Meinung nach auf die falschen Dinge. Sondern ich sage mir dann eher so, hey, mach einfach. Und ich bin froh, wenn du erfolgreich bist. Ich bin froh, je mehr Geld du verdienst. Und wenn ich dir dabei helfen kann, dann ist das alles schön und gut. Und irgendwann kommt das sowieso wieder auf mich zurück. Und ich profitiere wieder davon. Ja? Und deswegen denke ich, dass dieser Punkt von The Secret extrem wahr ist und absolut stimmt. Und das, wir haben ja auch diese Woche sowieso schon über Fokus geredet, dass man aber genau gucken muss, wo setze ich eben meinen Fokus? Setze ich meinen Fokus auf Wachstum oder setze ich meinen Fokus auf Nullsummenspiel? Und ja, da gibt es eigentlich immer viele Anwendungsbeispiele, vor allem so in persönlichen Gesprächen mit anderen Leuten. Und ich denke, wenn man hier so den langfristigen Ansatz des Investierens kombiniert mit eben diesem, wo setze ich meinen Fokus, dann kann langfristig fast nur Gutes passieren. Es können auch schlechte Dinge passieren. Aber wie gesagt, man wird weiterhin die Positiven überwiegen. Und der letzte Punkt, den ich noch sagen wollte, war auch, dass er zum Beispiel mich gefragt hat im Gespräch gestern, Kolja, wie ist das eigentlich? Hattest du schon mal Probleme mit Leuten, die irgendwie gesagt haben, ja, wegen dir habe ich die und die Aktie gekauft und die ist jetzt voll ins Minus gerutscht und du schuldest mir jetzt Geld, ich verklag dich oder so. Ja, und dann habe ich so gesagt, davon abgesehen, dass das rechtlich sowieso nicht möglich ist, habe ich so gesagt, nee, habe ich in vielen, vielen Jahren Aktien mit Kopf seit Ende 2013 nicht ein einziges Mal den Fall gehabt, dass jemand mir das geschrieben hat. Und dann habe ich überlegt, warum hat mir das niemand geschrieben? Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es vielleicht einfach daran liegt,
dass ich von den Videos her eben nicht sage, du wirst über Nacht schnell reich mit binären Optionen und mit CFD-Trading und dass ich durch diesen Content, den ich hier hochlade, im Endeffekt auch die Menschen anziehe und die Zuschauer anziehe, die wiederum gar nicht so ticken wollen, dass sie, wenn irgendwas schief läuft, die Schuld auf andere schieben, sondern die persönlich selbst wachsen wollen und im Endeffekt, dass wir uns so gegenseitig im Endeffekt gefunden haben. Waren das nicht schöne Abschlussworte an diesem Freitag, Leute? Gibt's zu. Nee, also im Endeffekt, sucht euch das aus dem Video raus, was euch gefällt und was euch passt. Mich würde es auch interessieren, was ihr zu diesem Film und zu diesem Gedanken allgemein sagt. Und jetzt muss ich gleich mich beeilen. Ich muss leider ein bisschen kurzfristig nach Wien. Werde auf dem Weg dorthin noch dieses Buch lesen, was ich von Jonathan mir ausgeliehen habe. Bullshit Jobs von David Graeber. Da bin ich schon gespannt, was da so alles drin steht. Was lest ihr gerade? Würde mich auch interessieren, was ihr gerade so lest. Ja, und ansonsten, ganz wichtig, ganz wichtig. Ich habe noch eine fette Werbeaktion gerade am Laufen. Also ab diesem Moment des Videos Werbung, ja. Und zwar zusammen mit der Comdirect. Das wisst ihr auch mittlerweile, arbeite ich schon länger zusammen. Und es gibt, wenn man sich ein Depot einrichtet, gibt es 10 Free Trades immer. Das heißt, ihr könnt 10-mal ohne Comdirect Order-Provision Aktien kaufen, auch wenn ihr für 10.000 Euro Aktien kauft, fällt keine Comdirect Order-Provision an, 10-mal insgesamt. Das ist sozusagen der Deal, den es immer für euch gibt, wenn ihr euch unter dem Video hier auf den Link klickt und ein Depot einrichtet. Und jetzt gibt es noch bis zum 17.03. den Bonus als kleine Geburtstagsaktion von letzte Woche, dass ihr zusätzlich noch 50 Euro Startguthaben von der Comdirect geschenkt bekommt. Also nicht wie letztes Mal 25, ich habe gesagt, ihr müsst mal ein bisschen mehr geben noch und dann haben sie gesagt, okay, warum nicht 50 Euro extra geben, aber nur bis zum 17.03. Das heißt, für die, die alle schon ein Depot haben, natürlich jetzt nicht so interessant, aber falls ihr gerade dabei seid, Angebote zu vergleichen und zu gucken, wo kriege ich gerade einen guten Deal, dann lasst euch gesagt sein, bis zum 17.03. gibt es eben noch 50 Euro extra geschenkt. Ja, und ansonsten, wie gesagt, muss ich jetzt langsam losgehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Ich habe auch nicht mal Zeit, das zu schneiden. Deswegen drücke ich jetzt hier gleich auf Off und lade das direkt, wie es ist, hoch. Und ich hoffe, dass ihr noch vielleicht ein bisschen den Ausblick genießt auf Saporassa, die Insel dort hinten. Könnt ihr euch, wenn ihr im Sommer mal hier unterwegs seid, könnt ihr gerne mal mich besuchen kommen in Magaluf. Ich habe auch schon eine kleine Challenge bei Instagram gemacht, dass wir gesagt haben, wir können mal ein Tennisturnier oder sowas starten und vielleicht mit so ein paar Preisen und so. Wir können auch hier unten gerne wieder so ein kleines Meeting machen am Strand. Es macht wirklich immer Spaß. Da unten gibt es dann überall so Tretboote. Ja, da kann man sich auch Tretboote ausleihen und mal so ein Rennen fahren. Ja, wer ist zuerst auf der Saporassa steueroptimierten Steueroase und so weiter. Und ansonsten, ja, würde ich mal sagen, hier ist jeder herzlich willkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.